Willkommen zurück bei Laubitz TV, heute hier in München, High-End-Messe am zweiten Publikumstag. Wir sind bei Burmeister und haben Dina Hönge, Leiterin Marketing Kommunikation bei Burmeister Audiosysteme, gewinnen können, uns einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Frau Hönge, was sind die Highlights hier auf dem Stand bei Burmeister? Wir sind in diesem Jahr mit relativ großen Highlights angereist. Ja. Wir haben einmal hier ein Lautsprecherkonzept. Das nennt sich C500. Das C ist abgeleitet von Konzept. Es ist ein Konzept, weil der Lautsprecher sich in einer extrem frühen Entwicklungsphase befindet. Wir präsentieren hier im Raum das akustische Konzept. Das Design ist noch lange nicht das, was es mal werden wird. Wir trennen auch in der Präsentation die Akustik vollständig von der Optik. Okay. Die Optik, die kann man im Atrium auf einem separaten Bildschirm sich anschauen. Das sind auch nur Ideen, auch Konzeptstudien, wie wir uns vorstellen können, wo die Reise vom Design her mal hingeht. Was hat Sie veranlasst, so einen großen Lautsprecher in der Art zu entwickeln? Wir hatten Lust auf eine neue Herausforderung. Okay. Und die Elektronik, die daneben steht, passt zu der Herausforderung? Ist es am Ende als Gesamtsystem gedacht? Ja, also wir haben natürlich für so einen Lautsprecher auch die entsprechende Endstufe entwickelt. Mhm. Wir haben hier einen Mono-Endverstärker, der nennt sich 159. Mhm. Das ist der große Block, der hier neben dem Lautsprecher steht. Genau, das ist der große Block für jeden Lautsprecher ein. Prima. Wenn Sie in die Zukunft schauen, Frau Hönge, wo geht der Trend für Sie hin? Was ist das, wo Sie in den nächsten 5 Jahren die Firma Burmeister hin aufstellen werden? Ja, da gibt es unterschiedliche Punkte. Natürlich werden wir weiterhin das Klangniveau halten und wenn möglich noch verbessern. Mhm. Zusätzlich konnten wir einen neuen Geschäftsführer gewinnen, der Anfang 2017 dazu stößt. Okay. Das ist der Andreas Henke. Der hat bisher das Marketing bei Porsche Deutschland verantwortet. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihn gewinnen konnten für uns. Prima. Frau Hönge, wir bedanken uns für die Information, wünschen noch eine erfolgreiche Messe. Danke. Gerne.